begrüße ich euch recht herzlich hier am Samstag vor dem 4. Advent in Köln zu meiner morgendlichen Frühstücksrunde. Etwa 20 Kilometer möchte ich heute Morgen machen. Habe mich eben spontan entschieden, euch dazu mitzunehmen. Und ich freue mich wie immer sehr, dass ihr dabei seid. Und weiter geht's. Ein oder anderen wird vielleicht schon aufgefallen sein, dass sich das Bild in diesem Video deutlich von meinen bisherigen Videos unterscheidet und auch der Ton sich wieder anders anhört. Das liegt einfach daran, dass ich eine neue Kamera ausprobiere gerade. Und zwar ist es eine Kamera aus dem Hause Akaso. Das ist die Brave 7 LE. Das ist jetzt so ein erster Testlauf hier für mich, mich mit der Kamera vertraut zu machen und das Ganze eben in dem Video festzuhalten, dass ich schon mal eine Eindruck davon bekommt. Mich angeschrieben und gefragt, ob ich Interesse hätte, diese Kamera zu testen und ein Präsentationsvideo zu machen. Dieses Präsentationsvideo wird später kommen, wenn ich mich mit der Kamera genug auskenne und ihre Macken und Vorzüge kennengelernt habe. Und darüber hinaus freue ich mich dann auch, ein Exemplar an euch verlosen zu dürfen, ungeöffnet in Originalverpackung. Und ich habe nämlich zwei Stück bekommen. Diese hier ist für mich als Bezahlung mehr oder weniger. Und ja, wie das so mit Werbung auf YouTube allgemein ist, werden wir gleich mal drüber reden. Und damit herzlich willkommen auf der Shell SIG, hier auf der Düx-Müllemer-Straße. Ich laufe jetzt hier Richtung Mülheim, altbekannte Strecke. Genau. Und jetzt wollte ich euch mal ein bisschen auf YouTube erzählen. Und zwar ist es so, dass hin und wieder Zuschauer mir in die Kommentare schreiben, dass ich hätte Werbung einblenden müssen, wenn ich in meinen Videos über ein bestimmtes Produkt spreche, das zeige, den Hersteller nenne oder sowas. Ne? Also nach meinen Informationen stimmt das nur bedingt. Und zwar ist es im juristischen Sinne wohl so, dass es sich erst um Werbung handelt, wenn man für dieses Produkt, was man potenziell bewirbt, auch eine Gegenleistung vom Hersteller, vom Lieferanten oder von irgendwelchen anderen dritten Personen bekommt, in Form von finanziellen Zuwendungen oder eben auch, dass man dieses Produkt behalten darf. Beste Beispiel hier diese Kamera. Da hat mich der Hersteller angeschrieben und gefragt, ey, hast du nicht Bock, die Kamera zu testen? Kriegst du eine geschenkt? Mach dafür ein Video. So, in diesem Fall bin ich jetzt verpflichtet, Werbung einzublenden, weil ich ja dafür eine Gegenleistung bekomme. Anders wäre es gewesen, wenn ich die Kamera mir selber gekauft hätte, keine Vorgaben bekommen hätte, dann hätte ich das Video auch drehen können, müsste aber nicht Werbung einblenden. Das ist deutsche Juristerei, Kleinmeierei oder wie man das nennt. Ja, das sind halt meine Informationen, dass man nicht immer Werbung einblenden muss. Vielleicht sind die auch vollkommen falsch. Könnt ihr mir bitte in die Kommentare schreiben, falls ich mich da irre. Und ja, es gab auch mal einen Fall. Wow, riesige Figuren hier. Ein riesiger Schneemann, ein Nikolaus. Geil. Genau, es gab auch mal einen Fall, da hat mir ein Hersteller ein Produkt zugeschickt. Ich weiß bis heute nicht, von wem das war. Und das waren diese Bluetooth-Kopfhörer, die ich ja auch verlost hatte. Und zwar möchte ich verlosen, anlässlich meiner 40.000 Abonnenten, dieses Paar Bluetooth-Earbuds. Und in so einem Fall ist man auch nicht verpflichtet, Werbung einzublenden, weil man ja, also selbst wenn man wüsste, von wem das Produkt kommt, aber wenn der Lieferant keine Vorgaben macht, indem er sagt, mach mir ein Video dafür oder sonstige Sachen, sondern einfach nur kommentarlos das Produkt zuschickt, dann muss man auch nicht Werbung einblenden. Ja, wie gesagt, das sind meine Informationen hier. Dann soll ich gerade auf die andere Seite gehen. Schnell, schnell, schnell. Dann schauen wir uns mal hier die Baustelle an. Leute, hier standen früher die KAD-Hallen. Jetzt eine riesige Baulücke. Auf der anderen Seite wird schon fleißig gebaut. Der Schornstein, der da hinten traurig rumsteht, den ich auch mal bestiegen hatte, der wird auch bald wahrscheinlich dem Erdboden gleich gemacht. Leute, klasse. Immer wenn ich da Dinge sehe, kriege ich so ein Magenkribbeln, Bauchkribbeln. Ein ganz angenehmes Gefühl. Und ja, nochmal einen Blick darüber. Da oben fliegen auch gerade Tauben rum. Richtig geil. Und weiter geht's. Kurz vor
10. Herzlich willkommen hier im Botanischen Garten in Riehl. Hier habe ich früher gewohnt. Nein, nicht im Botanischen Garten, sondern in Riehl. Und ja, das hier ist immer so eine, ja, so eine wirkliche Oase der Ruhe. Wenn man so ein bisschen auf der Suche nach Ruhe und Entspannung ist, kann man hier hingehen. Für mich ist das eher selten der Fall. Ich muss ja immer in Bewegung sein. Also mich da irgendwie so hinzusetzen und so, das ist... Nee, das macht mich eher nervös, wie es mich beruhigt, ja, aber trotzdem immer wieder sehr schön hier. Und da hinten, über dem Teich hinweg, kann man vielleicht schon die Baustelle erkennen, denn da gehen die Bauarbeiten weiter, endlich seit langem. Da werden nämlich die neuen Gewächshäuser errichtet und die schauen wir uns jetzt mal an. Ja, hier also die Baustelle von den neuen Gewächshäusern, da werden schon fleißig diese Glasplatten eingebaut, um eben diese Kuppeln abzudecken. Da auf der anderen Seite sind noch Rohbau, da sind noch keine Glasplatten drin. Geht auf jeden Fall voran und Leute, das sieht hier vollkommen anders aus wie vor, wann sind die abgerissen worden, die alten Gewächshäuser? Vor 5 Jahren, das ist auch schon ziemlich lange her. Das ist auch so eine nicht enden wollende Baustelle hier. Jetzt geht es aber wie gesagt voran und ich erinnere mich noch an Zeiten aus meiner Kindheit, wo die alten Gewächshäuser standen. Und da bin ich auch schon ein- und ausgegangen mit Freunden, mit meinen Eltern. Und ja, irgendwann wird das halt alles abgerissen. Da war davor auch immer so ein Teich gewesen, da wo jetzt diese Freifläche ist. Da waren so kleine Fische drin, da konnte man reingucken. Und das war für Kinder immer richtig toll hier gewesen, richtig schön. Aber ich denke, die neuen Gewächshäuser werden auch richtig gut werden. Und ich freue mich schon richtig drauf, wenn die eröffnet werden. Leute, weiter geht's. Botanische Garten liegen damit auch schon wieder hinter mir. Ich laufe jetzt hier gerade von Richtung Eberplatz und Hansaring weiter. Was kommt da eigentlich? Leute, keine Ahnung. Christophstraße. Das ist, glaube ich, der nächste, ganz genau. Ja, auf jeden Fall kurzer Zwischenbericht hier über die Kamera. Ich habe mir einige Sequenzen, die ich gefilmt habe, natürlich mal angeschaut. Die hat auch einen kleinen Lautsprecher verbaut. Und darüber konnte ich dann wahrnehmen, dass die Kamera extremst windempfindlich ist. Beim leisesten Windhauch kommt dann dieses Kratzen zustande. Das ist, wenn der Wind über das Mikrofon drüber rauscht. Dann stehen diese Windverwirbelungen, die eben für dieses Krachen sorgen. Ganz schön unangenehm, aber dieses Problem haben die meisten Actionkameras. Und trotzdem ich jetzt hier die Windgeräuschreduktion eingeschaltet habe, ist es nicht merklich besser geworden. Da wird man auf jeden Fall mit einem selbstgebastelten Windschutz nachhelfen können. So ein kleines Stück Pelz oder Stoff oder so ein Textiles drüber kleben, sodass diese Windverwirbelungen eben gebrochen werden und Ruhe herrscht. Das ist kein großes Ding und finde ich auch erstmal keinen großen Minuspunkt. Es fällt halt nur extrem auf und ja, Leute, so würde ich sagen, weiter geht's. Und damit kommen wir auch schon zum Ende dieser Wanderung. Ich bin jetzt hier kurz vor der Universitätsstraße. Hinter mir das WISO-Gebäude von der Universität zu Köln. Leute, da habe ich mal als Studium Integrale Technik des betrieblichen Rechnungswesens mir reingezogen. Was für eine Scheiße. Also bin ich froh, dass ich mit sowas nichts zu tun habe. Ja, auf jeden Fall, diese kurze Test-Frühstücks-Kamera-Test-Wanderungsrunde geht jetzt hiermit auch zu Ende. Ich werde jetzt gleich meine Freundin aus dem Bett schmeißen, Brötchen mitbringen. Ne, die ist nämlich Langschläfer und schläft am Wochenende gerne mal bis 11 Uhr. Wohingegen ich auch am Wochenende nicht selten schon um 6 Uhr aktiv bin. Dafür mache ich dann aber gerne so ein Mittagsschläfchen, so um 13, 14 Uhr rum. Ne? Tut auch ganz gut. Leute, das ist mein erstes Fazit für diese Kamera hier, ist nicht ernüchternd, aber es bewegt sich so im mittleren Bereich. Also ich würde jetzt sagen, ohne die Kamera wirklich ganz genau zu kennen, aber der erste Eindruck sagt mir eben, das ist so eine wirklich preisgünstige, solide Einsteigerkamera. Ja? Und die Bildstabilisierung macht auch einen sehr richtig stabilen Eindruck bisher. Zu Hause werde ich mir jetzt die Aufnahmen mal genauer anschauen. Was ist das für ein Format? Wie ist die Auflösung? Wie ist der Ton, wenn man den sich richtig anhört? Also gibt es auch viel darüber herauszufinden. Und das wird dann eben in einem weiteren Video, in dem richtigen Testvideo zu dieser Kamera geschehen. Leute, das war's dann hier von mir. Ich bin raus, Madetiot und tschüss. Zu guter Letzt gehen noch Grüße an folgende Kanalmitglieder raus. Antipattern. Daniel Ackerer, Drohnenshots, Green Bay, Johannes,
Jörg Polen, Mac Banane, Markus Junge, Mondi Treiber, Nils M., Remix Style, Salina Lu, Sam Sepiol, Wanderkalli, Watson 23, Wolfgang Berger und Yes You're Right One. Vielen Dank für eure Unterstützung. Aus gegebenem Anlass möchte ich noch einmal kurz auf das Prozedere bei der Namensnennung eingehen. Wenn du als Mitglied samt Kanalbanner in meinen Videos erwähnt werden und gegrüßt werden möchtest, so schreibe mir bitte eine E-Mail an e=mc1@gmail.com mit dem Betreff Namenserwähnung und ganz wichtig, deinem Kanalnamen, unter dem du die Mitgliedschaft abgeschlossen hast. Da es hin und wieder vorkommt, dass mir niemand schreibt, wähle ich auch Mitglieder zufällig aus. Um darüber hinaus die Sache etwas aufzulockern, baue ich die Grüße auch nicht in jedes Video ein, sondern lasse hier und dort auch mal ein Video aus. Vielen Dank, Madet Jod und tschüss.